Über den Zeitgeist und die Vergänglichkeit schreibt uns ein großer Weimarer Dichter: Mein Freund, die Zeiten der Vergangenheit sind uns ein Buch mit 7 Siegeln. Was ihr den Geist der Zeiten heißt, das ist im Grunde unser eigener Geist, in dem die Zeiten sich bespiegeln. Wir dürfen nichts auf die Umstände schieben. Wir müssen die Demokratie ernst nehmen. Man kann auf den Tod vorbereitet sein oder man ist ihm nicht vorbereitet. Und hier war ich überhaupt nicht vorbereitet. Das hat mich völlig umgeworfen. Lothar Bisky war ein Antipolitiker. Was nicht heißt, dass er nicht politisch war. Aber alle Eigenschaften, die normalerweise in Deutschland Politikerinnen und Politiker haben, hat er nicht. Er war nicht ehrgeizig und er war verlässlich. Niemals hätte er, selbst wenn er irgendwas gewusst hätte, irgendwas, ist mir jetzt ganz egal, was Privates oder sonst was, mich denunziert oder verraten. Das kam für ihn nicht in Frage. Deshalb konnte man auch zu ihm in jeder Hinsicht Vertrauen haben. Er war wirklich das Gegenteil von einem Denunzianten. Ich weiß, du fühlst dich festgelegt. Ja, seit meinem Diplomfilm. Glaub mir, niemand hier will dich irgendwie einengen. An der Filmhochschule war er offenkundig der beste Rektor, den die Filmhochschule hatte. Und das lag daran, dass er erstens wollte, dass seine Studentinnen und Studenten schöpferisch sind. Er wollte ihnen nicht Vorgaben machen, sondern er wollte, dass sie sich selbst entwickeln. Und zweitens war er für sie ein absolut verlässlicher Partner. Ich denke, bei den Kollegen, die schon sehr lange an der Schule sind und die ihn noch kennen als Rektor, ist so ein Hauch von Aufrichtigkeit hängen geblieben. Weil das war Bisky auf alle Fälle. Ein aufrechter Mensch, der zu seinem Wort gestanden hat. Und ich glaube, er hat auch viel Prügel bezogen für das, was er an der Filmhochschule durchgesetzt hat. Aber er hat seinen Kopf dafür hingehalten, weil er es für richtig hielt. Und es gab ja oft Forderungen an ihn, den müsse er rausschmeißen, jene müsse er rausschmeißen. Das hat er eben nie gemacht. Du steckst in einer Krise. Mein Gott, das passiert jedem Mal. Mag sein, aber jetzt passiert sie mir. Nur ich selber kann sie lösen. Gerd, nicht du. Motivsuche war der letzte in der DDR fertiggestellte Film. Und wir wussten manchmal nicht, ob am nächsten Tag noch die ganze Crew da war. Weil wir uns natürlich auch, die meisten zumindest, auch an Demonstrationen beteiligt haben. Und es wurden ja Leute weggefangen. Unter anderem spielte der Sänger der Punkband Herbst in Peking bei uns mit. So ein langer Blonder mit langen Haaren. Der war plötzlich weg. Da musste dann richtig was umgeschrieben werden, weil der hatte, glaube ich, noch 2 oder 3 Drehtage. War aber nicht mehr auffindbar. Soviel ich weiß, war der weggefangen worden. So. Also das war eine heiße Zeit. Das da, Gerd, ist nicht heißer als ein bisschen Leben. Für die Schule hier wünschte ich mir so einen Lothar Bisky wieder zurück. Wir haben jetzt gerade eine neue Präsidentin. Ich würde mir wünschen, dass sie einen Hauch zumindest von dem wieder mit reinbringt, was Bisky damals etabliert hat. Aufrichtigkeit, Kunstverständnis. Verständnis dafür, dass man in der Kunst auch Umwege gehen muss, um ans Ziel zu kommen. Und dass die Umwege manchmal das Wichtigste an dem Weg sind. Das wünsche ich mir für die Schule. Er fehlt mir am meisten, wenn ich jemanden brauche, dem ich alles sagen dürfte, was in mir vorgeht. Und ich weiß, es verlässt ihn nie. So einen habe ich nicht mehr.